Will sich der Mann, der 15-jährigen Katja aus Leipzig so viel Leid angetan hat, seiner Strafe entziehen? Hat er sich deswegen in die Türkei abgesetzt? Katis Familie ist ratlos. Das Mädchen wurde sexuell missbraucht und vergewaltigt. Katja aber hatte den Mut, den Täter anzuzeigen und vor Gericht zu bringen. Der 43-Jährige wurde verurteilt, ging aber in Berufung und lebt jetzt im sonnigen Süden. Ihre Augen versteckt Kathi hinter einer Sonnenbrille. Das Mädchen will nicht erkannt werden, denn Scham, Zweifel und Angst plagen sie seit Jahren. Kathi ist 15, doch schon zweimal wurde sie Opfer sexueller Übergriffe. Beim ersten Mal vergeht sich ein Immobilienmakler an der damals 12-Jährigen. Nach seiner Festnahme begeht er Selbstmord. Doch damit ist Kathis Leid nicht beendet. Um sich besser wehren zu können, lernt sie Taekwondo. Doch ausgerechnet ihr Trainer missbraucht sie ein zweites Mal. Etem S. wird daraufhin zu 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Doch er geht in Berufung und bleibt zunächst auf freiem Fuß. Also nach der Gerichtsverhandlung, nach der Urteilsverkündung, war mir eigentlich klar, dass er versucht zu verschwinden. Nachdem ich dann bei der Staatsanwaltschaft da Bescheid gesagt habe, wurde ich eben eher als, ja nicht als verrückte Mutter direkt, aber ja, das rede ich mir alles bloß ein. Das ist eben nicht an dem, da stellt sich doch dem Verfahren und hat nicht gemacht. Er verschwindet stattdessen, allem Anschein nach in die Türkei. Zum Berufungsverfahren erscheint er ebenfalls nicht, angeblich wegen eines Hexenschusses. Ich fühle mich einfach nur verlassen und veralbert von denen. Und ich bin stinksauer auf die Staatsanwaltschaft. Einfach aus dem Grund, ich muss zugucken, wie meine Tochter seit 2 Jahren leidet. Auch einen weiteren Gerichtstermin lässt Etem S. sausen. Wieder sei er krank, diesmal ist es Thrombose. Und wieder wird das Urteil nicht rechtskräftig. Ich habe keine Hoffnung mehr. Weil immer wurde mir gesagt, dass jetzt endlich vorbei ist. Und dann war es immer wieder so, dass immer noch eine Wendung gab. Und hat die Justiz versagt? Das Gesetz schreibt vor, dass ein Angeklagter bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig zu gelten hat. Auch ihm es natürlich freistehen kann und muss, die Rechtsmittel einzulegen, die er für geboten erachtet. Und das kann dauern, doch solange Etem S. nicht hinter Gittern sitzt, bleibt auch die Angst des Mädchens, ihrem Peiniger noch einmal zu begegnen.